So, jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Da freue ich mich persönlich drauf. Das ist auch immer eine wiedergestellte Frage, wie denn so ein Filter bestückt wird. Wir haben jetzt hier den großen Oase 850. Du hast die Körbe alle rausgeholt und wir fangen jetzt an und bestücken im Prinzip den kompletten Filter, wie ihr das machen würdet, wenn ihr ein neues Becken einfährt. Richtig. Das neue Becken fährt ja auch tatsächlich ein. Es handelt sich um unser neues kleines Schaubecken. Da gehen wir ja gleich nochmal genauer drauf ein. Kurz erstmal zeigen, welche Materialien da überhaupt reinkommen. Das sind einmal von Duplamarin die Bio-Pellets, dann von Duplamarin das Silifos, in erster Linie um Silikate rauszuholen, ist so der Haupteinsatzzweck. Dann ganz wichtig Carbon Premium, das ist eine Hochleistungsfilterkohle, die nicht nur Trübungen aus dem Wasser rausholt, sondern auch Nesselgift. Das ist ja bei Meerwasser auch immer ein Thema. Den Phosphatbinder, sehr effektiv, um vor allem auch in der Startphase Algenwuchs vorzubeugen. Hier sieht man unsere Polyballs, da wurde schon oft nachgefragt. In der Packung sieht es so aus. Dann die Baktinetten von der Firma Söll. Hier handelt es sich um lebende Bakterien, die im Kühlschrank gelagert werden. Die sind hier in so Kügelchen konzentriert, die kommen gleich in einen Netzbeutel rein und werden dann in den Filter gegeben. Und der Vorteil ist, diese Bakterien fangen sofort an zu arbeiten und machen sich über etwaiges Ammoniak und Nitrit im Aquarium sofort her und bauen das ab. Dann im untersten Filterkorb kommt der grobe Filterschwamm rein. Ganz oben der etwas feinere als Abschluss. Und in der Vorfiltereinheit, die zeigen wir auch gleich nochmal, da verwenden wir ausschließlich die groben Filterschwämme. Die gibt es vom Hersteller Oase auch in etwas feiner. Da sind die blauen. Mit den orange-roten haben wir bessere Erfahrungen gemacht. So, wir fangen jetzt mal an. Der unterste Filterkorb, hier liegt schon der blaue Filterschwamm. Den können wir jetzt schon mal in den Filter reinstellen. So, dann geht es weiter. Wir bestücken die Filter immer von grob nach fein. Das heißt ganz unten das gröbste Material, in dem Fall der blaue Filterschwamm. Und dann kann man in den nächsten Korb zum Beispiel die Filterkohle reinmachen, die Bio-Pellets, die Sachen, die bieten sich da an. Wir starten jetzt einfach mal mit der Filterkohle. Wir haben jetzt hier auch in der Dose einen Netzbeutel drin. Den verwenden wir aber später für was anderes. Hier kommt jetzt von Hobby der etwas gröbere Netzbeutel zum Einsatz. Hat den Vorteil, dass auch die Filterkohle besser durchspült wird. Bevor ich das vergesse, unsere Kunden bekommen ja immer eine Pflegeanleitung, die kann man jetzt mal kurz hier einblenden. Da stehen natürlich auch die Filtermaterialien drauf. Da ich weiß, wie viel ich von jedem in etwa brauche, muss ich jetzt nicht auf die Anleitung schauen, sondern das geht jetzt hier so nach Pi mal Daumen, nach Erfahrungswerten. So, ich schütte die Kohle jetzt hier rein. Wichtig ist hier kurz durchspülen. Ich mache jetzt hier vorher schon mal den Beutel zu. Den kann man dann auch wieder verwenden. Einmal hier Wasser aufdrehen. Ist jetzt auch etwas staubig. Man hört es dann auch knistern, das heißt, die Kohle ist dann quasi auch schon fast aktiv. Ja, da wird im Prinzip jetzt Luft aus den Poren Genau, gepresst. genau. In der Regel ist es nicht mehr ganz so aggressiv. Ich mache hier dann noch so einen leichten Knoten drum. Und das können wir dann jetzt hier im Korb platzieren. So locker rein, dass es auch vernünftig drin liegt. Und das können wir dann jetzt in den Filter als zweiten Korb platzieren. Wichtig ist, man sieht das hier an der Form, die Filterkörbe müssen immer vernünftig aufeinander sitzen, damit auch der Deckel des Außenfilters sich vernünftig schließen lässt. Das ist bei anderen Fabrikaten auch so, da muss man immer drauf gucken. Okay, ganz kurz, ich muss einmal kurz eingrätschen und zwar diese ganzen, ich sag mal, Produkte, die du jetzt aufführst.
die sind zu Beginn eines Aquariums vonnöten. Mit also, genau. zunehmender Dauer variiert das aber. Ja. Aber da gehst du nochmal drauf ein später. Ja, also vielleicht kurze Erklärung. Also wir empfehlen die Zusammenstellung für die ersten Monate. Also wir haben Kunden, wo man so nach 6 Monaten, bei anderen nach 9 Monaten gewisse Dinge weniger dosieren braucht, nur noch aufgrund der Verbesserung der Wasserwerte. Manche Sachen können langfristig dann auch ganz weggelassen werden. Im Idealfall immer eine Rücksprache mit uns, dass wir den Kunden auf dem Weg dahin begleiten. Okay, super. Jetzt mach weiter. So, weiter geht's. Also von grob nach fein, unten grob, oben feiner werdend. Da bietet sich jetzt für den nächsten Korb zum Beispiel an die Kombination der Baktinetten. Die kommen halt in so einen Netzbeutel auch rein. Und das könnte man jetzt zum Beispiel mit den Biopellets zusammen in einen Beutel machen. Da verwende ich jetzt zum Beispiel den Beutel, der eben bei dem Carbon Premium übrig geblieben ist. Da haben wir ja den gröberen genommen. Und jetzt wird es spannend. Kurz das Döschen schütteln. Aufmachen. Wichtig ist, diese Bakterienkügelchen befinden sich in einer Ammoniaknährlösung. Die wollen wir natürlich im Aquarium nicht haben. Deswegen den Inhalt der Dose komplett in den Netzbeutel schütten. Hier kann man es ja mal kurz zeigen. Das sieht aus fast wie Kaviar. Das zweite Döschen auch. Wir haben hier die größeren Gebinde genommen. Da reicht eine Dose für 200 Liter. Wir haben hier bei uns eine Netto-Wassermenge von so 350 bis 400 Liter. Brutto ist das Becken natürlich größer, aber den Riffaufbau und den Sand muss man natürlich rausrechnen. So, jetzt haben wir das hier wunderbar drin. Das sollte man jetzt mit kaltem Wasser ganz kurz durchspülen, damit der Rest der Ammoniaknährlösung abgespült ist und nicht ins Aquarium reinkommt. So, ein paar Sekunden reichen da. Jetzt sieht man hier natürlich, wir haben jetzt hier noch Platz drin. Und da könnten wir jetzt die Biopellets mit reinmachen. Alternativ könnte man die Baktinetten auch mit in den Netzbeutel von der Filterkohle reintun. Das Ergebnis ist da also dasselbe. Also auch hier wieder Dosierung nach Erfahrung. Ich mache jetzt hier einen Knoten rein, da ist auch eine Klammer dabei, wo man das mit verschließen kann. Wie viel gibst du an, wie viel Biopellets pro wie viel Liter? Also laut Pflegeanleitung würden wir jetzt hier empfehlen, dass wir ungefähr 175 Milliliter reintun. Ich denke, das kommt hier etwa hin, vielleicht waren es jetzt 200 Milliliter. Das ist aber bei neu gestarteten Aquarien gar nicht schlimm, weil das die Aktivität der Bakterien einfach nur ankurbelt. So, das kommt jetzt auch mit hier so rein. Jetzt haben wir hier natürlich noch Platz. Da bietet sich jetzt zum Beispiel an, dass wir mal schauen, was haben wir hier noch. Beispielsweise den Phosphatbinder. In der Dose sind jetzt, die ist theoretisch für bis zu 500 Liter geeignet. Man muss da aber differenzieren. Jedes Aquarium hat ja einen anderen Phosphatgehalt. Also man muss wirklich gucken und auch testen, wie ist der Phosphatgehalt. Und darüber erfolgt dann die Dosierung. Ich mache jetzt aber, weil das ein Beckenneustart ist, wir verwenden dann beide Beutel. Der eine Beutel, der passt dann hier jetzt schon ganz gut mit rein, sodass dieser Korb auch voll ist. Und der kommt dann jetzt auch wieder hier oben rein. Jetzt ist die Theke sehr hoch. Jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig draufsetze. So, dann der nächste Korb. Da tun wir jetzt noch den verbliebenen Beutel Phosphatbinder mit rein. Und jetzt haben wir hier noch 2,5 Körbe frei. Das gibt so ein bisschen bei den großen Filter Variationsmöglichkeiten. 2 Körbe würden jetzt theoretisch für die Polyballs draufgehen. Da kommen immer 10 Stück pro Korb rein. Man könnte jetzt aber auch hergehen, so 3, 4 von den Polyballs weglassen, weil wir eigentlich so 350 Liter netto hier haben. Das würde die Chance eröffnen, von den groben blauen Filterschwämmen unten auch 2 Körbe reinzumachen. Also man kann das variabel dann gestalten. Je nach Filtergröße, je nach Beckengröße variabel. Aber wir machen das jetzt einfach mal so hier weiter. Das heißt, der Platz, der jetzt hier noch ist, den tun wir jetzt hier mit den Polyballs einfach locker. Also nicht reinquetschen, bis nichts mehr geht. Okay, das wäre nämlich meine Frage gewesen.
Also nicht quetschen so viel wie geht, sondern locker. Locker. So, und das kommt dann jetzt wieder hier rein. So. Dann machen wir noch die beiden verbliebenen Körbe. Hier könnten wir jetzt natürlich schauen, dass wir die übrigen Polyballs, also die Tüte hier habe ich jetzt zugelassen, weil wir hatten die jetzt schon offen hier liegen. Ja, da musst du noch ein bisschen was dazu erklären, warum Polyballs. Ja. Also die, bei den was machen die mehr wie der Rest? Ja, was heißt mehr? Also das ist so, die Polyballs ist eine Ergänzung zur schadstoffabbauenden Filterkohle, die einfach nochmal viele Stoffe aus dem Wasser rausholt, die man so nicht wirklich messen kann, also so im Schwermetallbereich zum Beispiel. Und das ist vor allem bei neuen Aquarien eine Hilfestellung, weil manchmal gibt es ja auch Situationen, wo irgendwas im Aquarium schief geht und keiner weiß, was war das jetzt, weil du es auch einfach auch nicht testen kannst. Und diese Dinge kannst du natürlich ganz gut reduzieren, indem man halt auch diese Polyballs verwendet. Also hier sieht man jetzt, die sitzen jetzt sehr locker drin. Also hier würden jetzt vielleicht auch noch ein, zwei weitere reinpassen, hier auch noch einer. Aber im Prinzip sind diese beiden Körbe jetzt so voll. Die setzen wir dann jetzt auch hier drauf. So, den noch. Und jetzt kommt als Abschluss in den obersten Korb, das ist ein flacherer Korb, da hat die Firma Oase als Hersteller den feineren Filterschwamm als Abschluss vorgesehen. Da kommt jetzt nochmal dieses Gitter hier drauf und der wird jetzt hier oben drauf gesetzt und dann sind die Körbe fertig. Wichtig ist, man muss immer gucken, dass die Körbe vernünftig aufeinander sitzen. Wenn man beim Zusammenstecken den Eindruck hat, irgendwas klemmt da, dann hat man nicht vernünftig aufeinander gestapelt. So, das ist jetzt hier fertig. Jetzt kommt im Prinzip der Filterdeckel wieder drauf. So, damit wir das nicht vergessen, wir haben hier natürlich noch die Vorfiltereinheit, die auch zeitgleich, wir sehen das gleich, wenn wir den Filter wieder in Betrieb nehmen, hier oben diesen Pumpmechanismus hat, der dient dann auch zum Entlüften bzw. zum Wasseransaugen. Wir öffnen den jetzt hier vorne und hier kommen jetzt die Filterschwämme drauf. Wie oft muss man die sauber machen? Reicht das auch alle 4 Wochen oder muss man die öfter sauber machen? Also das ist jetzt abhängig davon, wie viel Schmutz im Aquarium anfällt. Also im Prinzip ist das hier so, das ersetzt den handelsüblichen, ich sag mal, Fließfilter, Filtersocke. Es hängt vom Dreck ab. Ja? Also wir haben Kunden, die brauchen das nur alle 4, 6, 8 Wochen machen. Wenn jemand überpenibel ist, der macht es vielleicht auch jede Woche. Aber weniger ist mehr manchmal. Also die Dinger kann man auch wirklich mal in Ruhe lassen. So, das wird jetzt wieder hier reingesteckt. So, jetzt ist der fertig. Jetzt setzen wir den Filterdeckel wieder drauf. Hier sieht man auch, in dieses Loch kommt dann der Heizstab rein. Und diese größere Aussparung, da steckt dann nachher der Vorfilter drin. So. Das wird jetzt so hier drauf gesetzt. Gucken, ob hier alles richtig sitzt. Wichtig ist hier, dieser Griff hier, wir hatten das auf der Interzone auch schon mal über den Martin Beckwärmer von Oase gezeigt, der verhindert auch, wenn der quasi geschlossen ist, der Filter, dass aus Versehen diese Klappen hier aufgemacht werden können. Also wir machen jetzt den Filter erstmal wieder zu. Zack, zack. Hier hinten auch. Da hängt noch, da war das Stromkabel noch im Weg. So, jetzt ist zu. Und jetzt wird der Vorfilter einfach wieder hier reingesetzt. Hier kann man schauen, der hat hier so verschiedene, ja, ich nenne es mal, hier so Nippel und hier so Vorsprünge, damit man den auch ausschließlich in der richtigen Position reinsetzen kann. Wenn der jetzt falsch reingemacht wird, dann merkt man, das funktioniert nicht. Deswegen in der richtigen Position und dann die Verriegelung auf Lock, dann ist der auch eingerastet. Und dann kann man den Filter wieder mit zum Filter nehmen, das zeigen wir jetzt gleich, und anschließen. So, dann gehen wir mal zum Aquarium. Wir sind jetzt an dem Aquarium, das wir ja auch einrichten werden noch.
Das heißt, ihr seht jetzt den, ja, das Abteil, wo jetzt gleich der Filter reinkommt und installiert wird. So, wir stellen den Filter dann mal wieder rein in den Schrank. Jetzt kommt hier der entsprechende Aufsatz wieder oben drauf. So, schauen, wie ist die Verriegelung. So rum. Wird hier oben drauf gesetzt und dann ganz wichtig, hier sieht man das an der Seite, Lock, Unlock. Also Unlock ist jetzt noch offen und damit der Schnellverschluss hier einrastet und die Wasserverbindung wirklich auch safe ist, einmal rüber drehen auf Lock. Jetzt kann da kein Wasser rauslaufen, die Dichtigkeit ist hergestellt und wir können dann jetzt im nächsten Schritt den Filter zum Laufen bringen. Okay. So, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier schon mitbekommt, in der Wasserleitung war natürlich auch Wasser drin, also es läuft jetzt schon teilweise von selber wieder voll, aber im Prinzip geht man über diese Pumpvorrichtung her und saugt das Wasser aus dem Aquarium an, sodass der Filter dann komplett voll läuft. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, wenn der dann gleich voll gelaufen ist, dann stecken wir den ein und dann geht es auch rund im Aquarium. Also dann befindet sich der in dem Kreislauf eingebunden. Genau. Okay, ein wichtiger Hinweis, weil das haben wir jetzt auch schon einmal gesehen. Nicht wundern, wenn der Stecker in die Dose geht, der Filter fängt an zu arbeiten, dass dann natürlich erstmal der ganze angesammelte Sauerstoff ins Becken pustet, genau, was dann nicht weiter schlimm ist. Da kommt Luft rein, weil man muss ja sehen, da kommen verschiedene Filtermaterialien rein, wie Schwämme, naja, und auch Watteähnliche Geschichten. Da ist überall Luft drin, ja, und beim Startvorgang des Filters oder auch beim Wasseransaugen, das ist ja auch ein Entlüftungsvorgang, ist es so, wenn man dann den Filter einsteckt, da kommt mit dem ersten Wasser auch Luft mit raus. Ja, das sollte eigentlich nach einigen Minuten weg sein. Wenn nicht, das muss man halt kann wissen. Man am Filter ein bisschen rütteln, weil die auch gerne mal sich festsetzen, genau, die Luftblasen. Genau. Also mit der Zeit ist dann auf jeden Fall der Sauerstoff raus. Gehört zur Startphase eigentlich dazu. Ja. Servus Leute, jetzt geht's los. Endlich, jetzt haben wir so viel gesehen. Wir haben Frage, Antwort, wir haben Aquariensysteme gesehen. Und jetzt dürfen wir das neue Aquarium einrichten, das ihr natürlich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen habt. Wir haben vor kurzem den Filter eingebaut und jetzt geht's tatsächlich dran, dass wir sagen, wir rüsten dieses Becken mit Korallen ein. Genau. Und da dürfen wir jetzt uns frei an deiner Anlage bewegen und Tiere dafür aussuchen. Genau. Genau. Und wer da jetzt Lust hat, der kann uns mal folgen. Du kannst, ja klar. Mit Ton oder ohne? Mit Ton, es läuft. Ja, also wir schieben jetzt mal die Beleuchtung einmal nach hinten. Das ist der Vorteil bei den Daytime-Systemen, vor allem bei den geschlossenen Abdeckungen. Dann haben wir hier auch viel mehr Platz, um dann gleich von oben die Korallen entsprechend platzieren zu können. So, ich habe jetzt die Ehre und darf dir die erste Koralle geben. Genau, wir gehen jetzt einfach mal... Also ich nehme jetzt die mir am liebsten, die wir ausgesucht haben. Das wäre die Orange Hammer. Wichtig für die Zuschauer, wir tun die Korallen jetzt erstmal einfach positionieren, noch nicht final festkleben, um auch herauszufinden, ob der Standort, den wir jetzt am Anfang auswählen, auch tatsächlich der richtige ist. Das kann man meistens nach 2-3 Tagen dann auch erst sehen. So, wir starten mal hier vorne. So, Robert, weiter geht's. Ich habe noch eine, die von Sand, beziehungsweise eigentlich ist sie jetzt nicht unbedingt von Sand geeignet, ich bin hier weil nicht so viel Sand drauf fallen soll.
auf diese Fungia-artigen. Wir können die auf den Boden setzen oder vielleicht auch auf den Stein hier. Was meinst du, Robert? Das ist, also wie gesagt, im Sand wäre es theoretisch okay, aber da müsst ihr den Anotorm wegwählen. Dann schauen wir mal, wir können das ja noch etwas optimieren. Das musst du im Auge behalten. Ja, also in dem alten Schaubecken hatten wir diese Koralle auch drin hier. Ist noch ein Überbleibsel und die saß genau an dieser Stelle auch auf dem Boden. Ja. Jetzt kriegst du von mir auch eine Lieblingskoralle, das sind Ricordia Florida. Ja, die oder Yuma, ich bin mir jetzt nicht sicher. An der Stelle einen schönen Gruß an die Sandra Preis, die habe ich von der Sandra. Mal gucken, wo wir das die platzieren. Das passt ja, Ricordia Farm. Vielleicht hier vorne auf dem Boden mal und die können wir dann im Bedarfsfall auch nochmal umplatzieren. Also optimalerweise vermehren sie sich. Es sind jetzt eine grüne, glaube ich, und zwei orange. Ja. Dann habe ich mal was. Genau, eine Hornkoralle. Eine Hornkoralle. Sehr robust, die können wir wirklich überall hinsetzen. Mal schauen. Vielleicht fangen wir da mal. Nein, die kannst du ja gut wieder rausnehmen, wenn sie ja, dann natürlich an der Stelle nicht passt. Mal gucken, ob wir die irgendwo hier so in eine. Ja, versuch's mal rein. Die kommt ja eigentlich mit allen Bedingungen klar. Die wächst überall hier. Die züchten wir ja schon seit einigen Jahren. Die wächst bei viel Strömung, bei wenig Strömung, viel Licht, wenig Licht. Das ist der Koralle vollkommen egal. Ja, hier muss ich noch Feintuning machen. Wir positionieren die erstmal da vorne. So, weiter geht's. Ich hätte jetzt zwei großpolypige Steinkorallen. Ich glaube, bei das Muster, wenn ich mich nicht irre. Ja, das geht in die Richtung. Die könnten wir eigentlich, Robert, auch hier vorne hinsetzen. Was meinst du? Auch hier in dem Steinbereich hier? Ja, damit kriegst du es ja auch gut wieder raus, wenn du was isst. Versuch sie mal irgendwo zu platzieren, wo sie passen, und dann musst du gucken. Ich werde da unten drunter wahrscheinlich noch diese Ablegersteine abknipsen. Wir positionieren die erstmal hier vorne vorsichtig. Ja. Und wenn ich dann in einigen Tagen sehe, dass sie sich dort wohlfühlen, dann klebe ich die sowieso nochmal vernünftig fest. Jetzt habe ich für dich zwei Kolonien Krusten. Ja. Meine ich zumindest. Die würde ich jetzt auch auf den Boden setzen wollen. Also ich persönlich kann immer nur sagen, mit Krusten wäre ich vorsichtig. Allerdings ist das jetzt nicht so eine schlimme Art. Es gibt welche, die vermehren sich wie Hölle und die kriegst du nicht mehr raus. Aus dem. So, eine hier. Von den Steinaufbau. Deswegen, also die sind okay. Ich setze die auch unmittelbar nebeneinander oder wir können die vielleicht auch hier vorne hinsetzen. Wie hießen sie, die Captain? Ach, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf. Diese Alien Invasion? Ja, oder? Die sich so unheimlich schnell vermehren. Die kriegst, da kommst du ja nicht mal nach mit dem Schneiden. Also die hier wächst also wirklich schön lokal. Die habe ich auch schon länger. Geht sonst wir haben eine, die wird krustenförmig den Stein überwachsen. Da musst du mal gucken, wo du die hinmachst. Das war eine Goniopora. Ja. Rote Grundfärbung mit gelben Polypen. Da würde ich mal schauen, das würde sich vielleicht hier irgendwo anbieten. Ja, muss man sehen, ne? Wenn sie gut aufgeht und sich da schön verwächst. Das probieren wir natürlich aus. Oder vielleicht etwas tiefer. Ich würde sagen, wir starten einfach mal hier vorne an dieser Ecke. Also nochmal für alle, dass das tatsächlich erstmal geguckt wird, ob sie passt, und das Kleben kommt dann später. Genau. So, wir haben jetzt mal was Größeres, nämlich eine Bäumchen-Weichkoralle in Grün. Da würde ich vielleicht einmal die Seite wechseln wollen. Ist kein Problem. So, wir laufen jetzt mal hier vor der Kamera auf die andere Seite. Ich hoffe, man kann mich noch halbwegs sehen. Robert kommt auch einmal ums Eck. Ja, ja. Ich meine, das ist ja wie so eine Wunschladen, dass man sich die Korallen aussucht. Ja, man kann hier bei uns aus dem Vollen schöpfen. Wir haben ja so fast für jeden Bedarf was Passendes da. Mal schauen. Haben wir so eine Giftgrüne. Die wird natürlich sehr groß. Die mag durchaus auch gerne Strömung und die fluoresziert extrem schön. Mal gucken, ob die vielleicht hier vorne irgendwo schon. Robert, was meinst du? Wollen wir die hier mal so? Versuch's. Oder tiefer setzen die? Aber ich glaube, das ist schon. Das ist schon okay. Tiefer würde ich vielleicht jetzt dann eher die machen, die. Ja, wir lassen die mal da sitzen. Wir gucken mal. Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Auch interessant, weiß ich aber nicht, ob das jetzt das Richtige ist. Dann haben wir für dich hier diese
Echinophilia oder wie heißen die? Nee, heißen das sie ist, nicht. Geht in die Turbinaria-Richtung. Da haben wir auch verschiedene Varianten vorrätig. Die können wir auch etwas höher setzen. Eigentlich LPS-Koralle, wächst aber ähnlich wie so die Montibora-Fraktion. Da würde ich vielleicht mal schauen, ob wir die irgendwo... Also die vertragen viel Licht. Ja, im Bereich der Rückwand platzieren. Guck mal, Robert, hier vorne, das könnte schon was sein, oder? Ja, ausprobieren, klar. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Die bewächst ja auch schön die Steine, ne? Ja. Hier haben wir deinen Schwamm. Wo willst du denn den hin haben? Colospongia spät ist, glaube ich, die Bezeichnung. Ja. Den habe ich jetzt schon einige Jahre. An der Stelle nochmal schönen Gruß an Daniel Herz. Der hat mir die mal vor vielen Jahren mitgebracht. Und wie sind die Ansprüche von dem? Extrem robust, wächst wirklich überall, viel Licht, wenig Licht, belastetes Wasser, sauberes Wasser, geht alles. In extrem sauberem Wasser wächst der Schwamm einfach langsamer. Den könnte man vielleicht mal so hier oben hinsetzen. Wird jetzt aber nicht zu einer Gefahr, nein, oder? Nein, den kann man einfach... Wenn man ihn anfasst, der fühlt sich an wie so eine Mischung aus Gummi und Leder. Ja, ja, ja. Und das Schöne ist, bei ansprechender Beleuchtung, der ist wirklich extrem lila, also auch ja, farblich. Auch noch was Interessantes. Grüne Alveopora. LPS. Die züchten wir auch haufenweise. Mal schauen, das bietet sich zum Beispiel an für einen der Vorsprünge hier. Mal schauen, vielleicht... Ja, wir haben jetzt hier sehr, sehr viele Stellflächen, die Qual der Wahl oder auch mal hier so zentral in die Mitte. Das könnte auch ganz schön aussehen. Ja, wir lassen die erstmal hier sitzen und schauen dann, wie die sich die nächsten Tage entwickelt. Jetzt habe ich was für dich, was interessant wird. Ja. Also auch Euphilia. Die würde ich jetzt eher im unteren Drittel irgendwo hinsetzen. Ja, die kommen, die nicht zu viel Strömung und Licht sind die eigentlich relativ mittel bis unten. Mal schauen. Die vermehrst du ja auch selber ganz gut, ne? Ja. Wenn du das Ding mal drehst, achso. Ja, es muss ja auch einigermaßen schön aussehen. Und halten. Wobei da auch die nächsten Tage nochmal Feintuning kommen wird. Aber ich glaube, hier könnte man die auch schon... Also du wirst... Ich sehe ja schon, dass die Orange schon ganz gut da unten steht. Ja. Dann haben wir noch einen schönen Farbklecks. Auch wieder LPS. Da gibt es auch tolle Namen zu. Toxic Green, Tralala oder so ähnlich. Ja, da gibt es viele Blödsinnsnamen. Weil alles, weil es sehr... Das Schöne ist hier, die fluoresziert ganz extrem. Also die würde ich jetzt vielleicht schon irgendwo hinsetzen wollen, wo man die schön wahrnehmen kann. Vielleicht sogar hier auf diesen Stein. Mal schauen, die zieht sich jetzt hier natürlich zusammen, wenn ich hier dran rumspiele. Ja, mit Kleber wäre es natürlich besser, aber... Das kommt noch, aber ich glaube, der Platz, der ist nicht schlechter. So, auch eine von denen, die ich sehr gerne mag, Rote Coniopora. Ja, sehr empfindlich. Ja, meistens auch nicht so günstig. Teuer, ja. da würde ich jetzt mal schauen, dass die... Willst du so hoch platzieren? Nee, eigentlich nicht. Was ist denn hier? Ja gut, Coniopora, die... Bleibt die kurz polypig oder ist das die eine lange? Die hat lange Polypen. Lange. Hier ist aber die Situation, dass wenn die noch recht klein sind, die nicht zu starke Strömung mögen. Also da sollte man wirklich vorsichtig sein. Ja, also vielleicht sogar hier unten irgendwo. Was meinst du, Robert? Hier auf mittlerer Ebene irgendwo? Ich sehe es nur rot leuchten von meiner Position. Ja. Wir versuchen es mal. Das ist ja alles noch nicht final. So, weiter geht's. Dann haben wir eine Lederweichkoralle. Eine also ich sehe schon, wir müssen gleich nochmal shoppen gehen. Wir haben noch nicht genug. Also hier haben wir jetzt eine... Guckst du nicht erstmal, ob es passt? Also, ja, schon. Wertemäßig so ein das paar Tage. Das passt schon, das haben wir schon gecheckt. Also der Vorteil ist ja, bei den Korallen, die wir selber vermehren, die sind nahezu unverwüstlich und die halten selbst... leichte Wasserbelastung sehr, sehr gut aus. Also da muss man jetzt nicht direkt Angst haben, dass da der Super-GAU eintritt. Mal gerade schauen, weil das ist eine Pilzlederkoralle, die sehr, sehr farbig ist. Die würde ich jetzt gerne auch ein bisschen im Sichtbereich platzieren. Die natürlich aber auch sehr groß wird. Ja, die kann man ja dann auch entsprechend kleiner machen. Ja, also vielleicht da, wo die jetzt sitzt,
So, was haben wir da? Auch eine Steinkorallenart, LPS. Das war auch eine LPS, etwas kleiner. Ich glaube, in die Richtung Mikromusser ging das, glaube ich. Nee, die Mikromusser kommt noch. Die habe ich hier. Die. Das müsste eine Mikromusser sein. Wo setzen wir die hin? Und das hier ist auch sowas in der Art. Das ist eine nicht ganz Mikromusser. Hier ist jetzt die große Schnecke im Weg. Dann setzen wir die irgendwo. Warte mal hier, die sehe ich gar nicht. Schauen. Nein, da würde die reinfallen. Also man muss, liebe Zuschauer, auch so ein bisschen gucken, wo passt eine Koralle ganz gut hin. Kleben müssen wir natürlich noch die meisten, aber manchmal ist das auch so, dass je nachdem, wie man die positioniert, die auch schon direkt da bleiben kann. Aber also muss man vielleicht auch noch erwähnen, dass wir ja, der geneigte aufmerksame Zuseher wird ja sehen, dass gerade die Äste noch ein bisschen Algenwuchs tragen. Ja. Das ist aber nicht weiter tragisch, weil gerade das Besetzen jetzt führt eigentlich dazu, dass das dann zurückgeht und die Korallen dann, und, wie sagt man, das Feld einnehmen. Und natürlich das Einbringen der Filtermaterialien wird die Nährstoffsituation für die Algen schlagartig verschlechtern, sodass die dann auch wirklich die nächsten Tage absterben werden. So, die ist auch sehr schön, die könnten wir auch irgendwo in die Rückwand integrieren. Was meinst du, Robert? Die würde ich eigentlich lieber etwas tiefer setzen und nicht ganz so nach oben, oder? Das will ich ausprobieren. Wobei die Lampe ist jetzt ja nicht unmittelbar darüber. Die sitzt jetzt hier vorne unter dem Lüfter. Ja, probier es aus. Also ich guck mal. Das ist was Ähnliches. Was war das jetzt? Ah ja, das ist sehr robust, leuchtet sehr schön. Die wächst auch wirklich wie so ein Bodendecker nachher über die Unterkonstruktion drüber. Mal schauen. Die muss ich dann auch festkleben später. Aber wohin damit? Momentan noch ja, sehr das ist das, das ist manchmal der Nachteil mit dem Plugs. Ja, also ich mache die mal so hier vorne hin, zwischen die beiden Äste geklemmt. Die wird dann nachher auch hier über den Bereich komplett drüber wachsen. Jetzt sind noch eine für eine Stellfläche, ja, das war vielleicht die, hier unten, weiß ich nicht, oder weiter ja, die oben. Ist extrem farbig, diese Sarkophyton, die ist noch leuchtender, wie die, die ich eben schon reingesetzt habe. Mal schauen, die setzen wir vielleicht am Anfang auch mal hier oben hin, mit der Option, die noch umzusetzen. Ja, haben wir noch eine Favia oder so ähnliche Art. Ja, die ist auch sehr schön. Ja, zumindest ist es schön farbig. Fluoresziert auch. Mal schauen, ob wir die Fläche oben so einklemmen können. Hast du eigentlich so schneckenmäßig schon einiges drin im Becken? Wenige. Also hier ist eine ganz große Schnecke drin und so drei, vier kleinere. Aber ja, da können wir natürlich noch mehr reinsetzen. Ja, gut. Man sagt ja immer, wenn es um die Einrichtungsphase geht, dass natürlich je mehr Algenfresser drin sind, so schneller kriegst du die Algen auch wieder weg. Aber wir werden ja sehen, wie sich dieses Aquarium entwickelt. Ja, das ist natürlich auch eine Frage der Nährstoffsituation. Die tun wir jetzt über die Kombination Lebendgestein, Zugabe von Bakterienprodukten und die Filtermaterialien sehr schnell verändern. Positiv natürlich, sodass die Algen sehr schnell auch verkümmern. So, die setzen wir mal hier hin. Die dicke Schnecke ist nicht so ganz einverstanden damit. Die könnte vielleicht mal. Ja, die schmeißt ihr wahrscheinlich dann auch alles runter. Ja. Die, also beziehungsweise Einsiedler und Co. neigen dazu, das zu tun. Also die Schnecke, die möchte nicht, dass die Koralle da hinkommt. Deswegen wählen wir einfach mal gerade einen anderen Platz dafür aus. Tja. Wobei der Platz eigentlich ganz gut wäre. Ja, das Problem ist ein bisschen, so sehe ich das, ist das mit diesem Plug, ist es gut für ja, das knipst den auch Händler, ne? Wenn du es auf Lichtrasterplatte hast, aber das, jetzt für den Aquarianer ist es nicht immer optimal. Das würde ich dann später beim Festkleben höchstwahrscheinlich abknipsen noch. Also der Fahrplan ist, es wird jetzt geguckt, ob die Tiere alle aufgehen und ob sie stehen. Und wenn sie das tun, werden sie in den nächsten Tagen festgeklebt. Richtig. Das werden wir natürlich festhalten, ist ja ganz klar. Ja, aber hier muss ich noch überlegen, wohin.
Die könnte ich natürlich auch hier oben später festkleben. Deswegen, die werde ich jetzt nur mal so lose hier hinlegen. Meinst du jetzt hier unten? Oder meinst du, also die hat zu wenig Licht? Die würde da auch wachsen, kriegt auch nicht so schön Farbe. Deswegen, okay. Ich werde hier später noch das abknipsen und die dann hier irgendwo festkleben. Mhm. Dann kann man im hinteren Bereich noch so SPS hinkleben und hier vorne mit so ein bisschen Platz. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir ziehen mal die Lampen kurz auseinander. Ja. Um erst dann so eine richtige Einschätzung zu haben. Also man kann jetzt hier sehen, die LPS, die jetzt hier hinten sitzen, die ja tendenziell nicht so starkes Licht mögen bzw. brauchen, die sitzen jetzt auch nicht unter voller Beleuchtung, sondern so ein bisschen... Ja, die Blässe muss ja, das passt. Ja, so. Das können wir, denke ich, mal so ausprobieren, mit der Option, das noch zu ändern. Beim Rest muss man einfach mal gucken dann, ob das alles passt. Also ich würde jetzt sagen, Robert, Shoppingrunde nochmal fortsetzen. Wir haben hier noch so diverse Lücken, hier auf dem Boden, hier so rechts. Noch so 3, 4, 5 Sachen für oben rein und dann, ja, das machen wir. Dann lassen wir es erstmal gedeihen. Genau. So, zweite Charge. Ich komme zu dir. Wir haben nochmal Korallen ausgesucht, weil am Anfang sollten ja schon ein paar auch rein, damit es nach was aussieht. Ja, nehmen wir gleich mal was Größeres, was du da ausgesucht hast. Genau. Ist natürlich schön, wenn man aus den Vollen schöpfen kann. Hier haben wir was Schönes, das würde ich jetzt gerne so platzieren, dass das im Bereich der Rückwand sitzt. Robert, du darfst gerne auch. Braucht die viel Licht oder weniger? Mittel. Weil sonst hätte ich sie da unten platziert. Also noch einen Stopp tiefer. Hier. Hier unten. Ja. Und mal gucken, wie sie sich macht. Hier so? Was meinst du? Ja, ausprobieren. Ne? Geht sie auf? Reicht dir das Licht? Vielleicht muss das nochmal optimieren. Hier haben wir jetzt was weit oben platziert werden muss. Ja, wobei die habe ich auch teilweise in dem großen Schaubecken auf dem Boden stehen, aber mehr Farbe und mehr Wachstum ist natürlich weiter oben. So, mal gucken, vielleicht hier dazwischen, zwischen dem Ast und dem Dings, hier weiter runter? Hier? Und dann links davon? Ja. Da, auf die andere Seite, warte, weiter runter jetzt. Da, genau da. Da. Ja, mal gucken, ob es reinpasst. Da ist so ein Spalt zwischen... Ich vermute aber, dass diese Grüne hier, die ganz schnell, das dauert höchstens 3 Tage, dann hat die umschlungen. Meinst du? Dann besser vielleicht hier, an der Seite. Ja. Okay. Da macht die sich ganz gut. Dann haben wir was. Die würde ich jetzt hier noch, liebe Zuschauer, die ist jetzt hier noch etwas wackelig. Hier würde ich jetzt mit diesem Knetkorallenkleber, dann nehmen wir den von Preis Aquaristik zum Beispiel, hier punktuell fixieren und die wächst ja dann letztendlich dann da auch fest. So, was hast du hier für eine schöne? Die wird sehr schön, die wird so kupferfarben, so ähnlich wie die grüne, die wir gerade hatten. Die würde ich auch gerne so auf halber Höhe irgendwo platzieren. Ja gut, die leuchtet ein bisschen, hast du recht. Die wird wunderbar. Kupfer. Mal gucken, ob wir die hier irgendwie so... Es ist auch oft so, dass Tiere erst dann vernünftig wachsen, wenn sie einen festen Halt haben. Wir haben jetzt noch eine grüne Montipora-Platte. Ja, das ist die grüne mit den blauen Punkten. Die mag auch sehr gerne viel Licht. Bei weniger Licht sind die blauen Punkte verschwunden. Da würde ich jetzt mal schauen, mal von oben so einen Blick reinwerfen. Ja. So. Das ist nicht so einfach, lieber Robert, den passenden Platz für die passende Koralle zu finden. Aber wir können das auch, guck mal, was meinst du denn? Wir haben ja hier die beiden Vorsprünge. Wenn ich die Pinslederkoralle ein bisschen rüberschiebe und das hier so
als Übergang hinmachen. Naja, warum nicht? Wie wird es festwachsen? Das wird da festwachsen, ja, das ist relativ schnell sogar. Ich glaube, wir können sogar die Pilzlederkoralle erstmal wieder hier hinstellen. Es wird ja nachher eh noch so ein bisschen Feintuning erfolgen. So, jetzt haben wir deine Tricolor. Ja. Ich bin mal gespannt, wo du die jetzt reinmachst. Ja, die könnten wir jetzt zum Beispiel auf einen der Äste draufsetzen. Oder auch... Also da keine Angst, dass die zu viel überwächst? Ja, die wächst nicht. Oder bleibt die im Geflecht, so wie sie jetzt ist? Es geht, es geht. Ja, vielleicht hier so... Wir probieren das mal, liebe Zuschauer. Ja, das könnte hier vorne schon ganz gut werden, ja. So, weiter geht's. Jetzt hast du noch zwei Euphilia. Das war die Bartkoralle. Eine Euphilie, eine Bartkoralle, ja. Das ist immer nicht so einfach im dunklen Eimer. Nee, alles gut. Die Bartkoralle, die können wir ja durchaus auch im unteren Drittel positionieren. Ja, die wächst ja überall eigentlich. Vielleicht sogar auch erstmal auf dem Boden oder ich will mal schauen, wie es hier vorne aussieht. Die ist ja in der Regel auch die frisst aktiv, wenn sie was kriegt, ja. Muss sie aber nicht. Ich glaube, Robert, hier vorne, das ist auch schon ganz praktisch. Lass sie mal drin und hier haben wir die Euphilia. Auch auf dem Plackstein. Ja, das würde ich dann auch noch entsprechend anpassen. Eigentlich wäre ja auch so ein komplettes Euphilia-Becken mal was Schönes. Ja, es ist ja tatsächlich so, bei uns die meisten Korallen, die nachgefragt werden, sind die, die sich viel bewegen. Sowohl bei den Steinkorallen als auch bei den Lederkorallen oder Weichkorallen. Ich sag mal, klassischen Stachelkorallen, also vor allem so die SPS-Fraktion, die wird bei uns sehr, sehr wenig nachgefragt. Also wir haben da ganz viele Kunden, die da sagen, so hier und da als Eyecatcher, okay, aber so ein ganzes Aquarium voll damit, das ist eher selten. Das ist nicht so nachgefragt. Bei uns zumindest. So, ich glaube, so kann man es machen. Ja. Dann würde ich jetzt die Beleuchtung nochmal vernünftig positionieren. Einfach die Schienen. Wir müssen uns das ja jetzt auch mal im Detail und von nahen angucken.
Jetzt haben wir natürlich gerade so viele Korallen in das Aquarium reingepackt. Du hast gesagt, natürlich muss das ja auch irgendwie, also dein neues Becken muss versorgt werden, aber auch die Korallen müssen versorgt werden. Genau. Und du hast uns jetzt natürlich hier schon mal so gesagt, was du so benötigst, um das zu tun. Also wir kennen das ja auch von, ich sag mal, anderen Vorgehensweisen. Es gibt immer ein Versorgungssystem für, ich sag mal, Dinge, die die Korallen so brauchen. Es gibt Bakterienpräparate und auch Spurenelemente, Korallenfutter. Das kennt man ja in der Meerwasser-Aquaristik. Also da haben wir jetzt nichts bahnbrechend Neues erfunden. Das, was wir jetzt hier auf dem kleinen Tisch mal so gezeigt haben, ist auch Bestandteil der Pflegeanleitung. Wir haben da zum einen die Bakterienprodukte, die vor allem in der Einlauf-Startphase unterstützen. Das ist einmal das Bacta M von Dupla. Dann das Produkt Biostabil, das gibt es exklusiv nur bei uns zu kaufen. Das wird von der Firma Söll für uns hergestellt, sehr auch hochwertige Bakterien. Dann haben wir noch das nitratfreie Konzentrat, also das ist ein Präparat, was, genau, das stellt die Firma Dose Aquaristik für uns her. Also wie es der Produktname nitratfreie Konzentrat schon sagt, also es hat eine Reichweite für bis zu 5000 Liter Aquariumwasser. Und die Mikroorganismen, die da drin sind, die machen sich dann vor allem beim Nitratabbau positiv bemerkbar. Also auch in der Startphase ein gutes Hilfsmittel. Interessant. Zum Abrunden gibt es dann noch das Bacta Booster. Das ist, wir hatten es ja schon mal im Video kurz erläutert, um die Bakterienvermehrung nochmal anzukurbeln. Also quasi den Powerknopf, deswegen Bacta Booster. Und zu guter Letzt, das ist ein Produkt, was wir im Bedarfsfall empfehlen, das BioCool. Das ist auch aus dem Kühlschrank. Hier handelt es sich auch um bereits aktive Bakterien aus dem Hause Söll. Wenn wir zum Beispiel neue Fische verkaufen und dadurch sprunghaft der Schadstoffgehalt im Aquarium ansteigt, kann man das hier ins Wasser reingeben und man balanciert das sofort aus. Also das Risiko, dass durch einen neuen oder zusätzlichen Besatz der Fische das Wasser versaut wird, kann man hierdurch eigentlich komplett abfedern. Okay. Das ist so die Ergänzung zu diesen Baktinetten. Die Baktinetten waren diese Bakterien, die aus dem Kühlschrank kamen, die ins Filter reinkommen. Ah, beim Beginn. Das beim Filterwechsel oder beim Filterstart. Und das hier einfach als Bedarfsprodukt, wenn man jetzt eine gewisse Menge Fische kaufen möchte. Also bei einzelnen Fischen mehr nicht, aber Fische genau, auf einmal einsetzt. Wenn jetzt jemand so 10 Kronbiss auf einmal reinsetzt oder einen anderen Schwarmfisch, einen größeren Doktorfisch, dann macht sowas hier Sinn. Gut. Dann haben wir natürlich auch die Spurenelemente, die haben wir hier. Das ist auch ein Präparat, was dann auch regelmäßig ins Wasser reinkommt, damit auch die Korallen entsprechend wachsen und gedeihen können. Und ergänzend dazu das Korallenfutter in Form von Zooplankton und Phytoplankton, auch von Dupla Marin. Das ist in Pulverform, das kann man in Aquariumwasser oder in einer geringen Menge Osmosewasser anrühren. Oder ich mache es auch einfach so, bei ausreichender Strömung kann man es auch direkt ins Becken reinschütten. Das verwirbelt sich so schnell, dass die Korallen das wunderbar aufnehmen können. Genau, wenn wir ganz kurz nochmal hier auf die Spurenelemente Mix zurückkommen, da hast du im Prinzip einen Mix aus Jod, Strontium, Eisen, Fluor, Magnesium, Mangan, Molybdän, Kalium, Brom, Kupfer, Zink, Barium und weitere Spurenelemente sowie Vitamin A, E und C. Und dann kommen wir zu einem der nächsten, die eigentlich ganz, immer ganz recht kurz, wichtig sind. Das Spurenelemente-Mix Liquid ist im Prinzip die Grundversorgung. Wenn man jetzt in den High-End-Steinkorallen-Deckenbereich rein möchte, gibt es natürlich noch ergänzend zu dem Amino und Jod 24 auch noch Eisen und Strontium. Das haben wir auch im Verkauf. Braucht man aber jetzt bei dem normalen, standardmäßigen Mischbecken jetzt nicht unbedingt. Das ist auch nicht Bestandteil der Pflegeanleitung. Was wären dann im Prinzip Zusatzprodukte, die man optional hinzunehmen kann? Genau, und Jod sollte man vor allen Dingen auch immer wissen und nicht einfach blind dosieren. Ja, also, das ist natürlich schwierig zu messen und bei Jod ist ja auch die Situation, das verfällt ja auch am Wasser und deswegen auch die tägliche Nachdosierung. Ja, in der Regel ja. Ich kenne aber auch schon Becken, die waren drüber und ich kenne Becken, die waren drunter und beides nicht gut. Ja. Also man sollte so irgendwie, wenn du mal gefunden hast, du brauchst jeden Tag 1, 2, 3 Tropfen, dann sollte man das beibehalten. Ansonsten vielleicht ab und zu mal, es gibt Tests, die es messen können. Ja, es gibt nicht viele, die zuverlässig sind, aber es gibt ein paar.
Schadet nicht. Ich würde da vielleicht dann in den ICP-Bereich reingehen, weil ich diese Tropfentests, die Jod messen sollen, nicht so wirklich überlegt traue. Also da würde ich eher im Laborbereich mich wohler fühlen, um ein genaues Ergebnis zu haben. Gut, also schadet ja auch nichts, ab und zu mal eine ICP zu machen, um zu wissen, wie stehe ich denn. Kann man machen. Oder was fehlt oder was ist zu viel. Hier muss ich etwas schmunzeln. Da haben wir auch schon mal hier und da das ein oder andere lustige Video in der Vergangenheit gemacht. Ich nenne es immer eierlegende Wollmilchsau. Tatsächlich mit oder das wichtigste Produkt in unserem Sortiment. Man kann hier tatsächlich von der eierlegenden Wollmilchsau sprechen, weil dieses Präparat durch Zugabe ins Aquarium sofort ganz viele Schadstoffe bindet. Es tritt eine Wasserklärung ein. Man kann es auch ein Stück weit als Katastrophenrettungsmittel sehen. Also wenn man ins Aquarium reinguckt und denkt, irgendwas stimmt hier nicht, die Koralle steht schlecht da, die Fische verhalten sich merkwürdig, das Easy Marine nehmen, das kann man bedenkenlos beliebig überdosieren und auch häufiger zugeben. Also da haben wir schon ganz viele Aquarien mit retten können. Sehr schön, wunderbarer also Tipp. Sehr zu empfehlen. Vielleicht abschließend noch, das hatten wir ja eben auch schon mal oder in den ersten Teil dieses Videos erwähnt. Dein Futter mit Klick. Wir haben jetzt hier auch aus dem Hause Dose Aquaristik, aus der Dupla Range. Da gab es vor einigen Jahren schon mal dieses Meerwasserfutter. Und das Schöne war mit diesem Klick-Dosierspender. Das gibt es jetzt wieder exklusiv bei uns in verschiedenen Größen, also Fein-, Mittel- und grobe Körnung. Das Tolle ist, die Akzeptanz der Fische, die ist sehr, sehr gut. Und vor allem auch bei denen, die schon mal so ein bisschen als futterkritisch gelten. Ja, das sind so die Dinge, die wir, das hätte ich fast vergessen, das Biostabil. Hast du erwähnt? Hatten wir vorhin, ja. Gut. Abschließend nochmal dazu, ein Teil dieser Produkte kann bei fortschreitender Laufzeit des Aquariums geringer dosiert werden. Manche fallen irgendwann weg, wie zum Beispiel das Nitratfreikonzentrat. Wenn du kein Nitrat im Becken hast, brauchst du keine nitratabbauenden Bakterien zusätzlich das dabei geben. Das gleiche gilt fürs Phosphatbinder, wenn du keins drin hast oder knapp. Beim Korallenfutter kann es zum Beispiel sein, dass der Bedarf langfristig auch mal steigt, weil einfach mehr Korallen drin sind. Oder auch da, wo wir eine Nährstofflimitierung haben, dass die Leute auch versuchen, etwas mehr Nitrat oder auch etwas mehr Phosphat reinzubringen, kann man im ersten Schritt über das Korallenfutter auch mal versuchen. Ja, das waren so die Dinge, die man benötigt. Ergänzend zu den schon gezeigten Filtermaterialien als Hilfestellung das Aquarium zum sicheren Funktionieren bringen. Genau, und wir werden dann in unser neues Schaubecken, das wir jetzt gleich sehen, sehen, wie sich das in dieser Zeit jetzt entwickelt. Und ja, sehen uns ja bestimmt irgendwann bald wieder. Es bleibt spannend. Genau.